So. Dann halte ich mich jetzt mal an der Liste. Von hier aus gesehen ist das, was am nächsten ist, wir können hier einen Marker setzen, ne? Hier. Kommen wir schon irgendwie hin. Ansonsten muss ich das Fliegen lernen. Ach, guck mal hier. Ein Gespenst. Aber wir müssen auf jeden Fall diesen anderen Gierspenst suchen. Diese Truhen. So. Die geben nämlich verdammt viele Münzen. Ich weiß nicht, soll man die fangen oder kann man die auch vernichten? Es gibt mehr Münzen. Ich glaube, egal. Da. Oh, da gibt es sogar diese Weiterentwicklung. Und hier gibt es wirklich Weiterentwicklung. Jaha! Möchtest du meine super duper coolen Pokémon-Figuren sehen? Ich muss übrigens gleich nochmal was einkaufen. Ach nee, das kann ich ja gar nicht fangen. Jetzt testen wir mal Reueschwert. Ich weiß, du bist ein Drache, aber es ist mir egal. Deine Seele gehört mir. Ah, verloren. Für den Living Dex! Ach so, hab ich schon. Und da ich nichts entwickelt habe, auch wenn ich Trainer schwach bin, eine Herausforderung sage ich nicht nein.
Und ich hoffe, dass es DLCs geben wird. So wie beim letzten. Wie konnte ich das übersehen? Hier steckt ein unheilvoller, anmutender schwarzer Pfahl im Boden. Möchtest du ihn herausziehen? Ja. So, der nächste ist hier und ich glaube, ich muss fliegen können. Holy shit, was zum... Na gut. Habe ich dich eigentlich? Also ich möchte manche Pokémon am besten gar nicht erst entwickeln. Ja, habe ich. Da oben drauf. Ich muss nur den Eingang finden. Dieser Spirale. Aha! Jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich da hochkomme. Oh nein, da ist schon wieder ein Gegner. Ich kann ihn nicht ignorieren, das tut mir leid. Ich hab mich beschwert, es gibt zu wenig Gegner hier, bitte sehr. Uah, uah! Also so eine dritte Form von dem wäre irgendwie nicht schlecht, von diesem Knabon. So Kampf. Zum Beispiel. Scaraborn.
Alter Sau! Oder warum kommt da was auf mich zu? Mein Kampfschrei allein konnte mir also nicht den Sieg bringen. Nein. Dann würde ich nochmal versuchen. Ich muss da irgendwie hochkommen, ne? Ein Flabbibi. Dass ich die auch alle mit Namen kenne, ne? Wenn ich einen sehe, weiß ich sofort, wie es heißt. Die gibt es auch in verschiedenen Farben, ne? Ich habe schon die Weiterentwicklung öfters gesehen von Flabébé hier. Jetzt haben wir auch eins gefangen. Ah, wir haben den Gelbblüter. Es entlockt Blumen ihre Kräfte. Und setzt diese für eine Vielzahl von Attacken ein. Gelbe Blumen haben es ihm besonders angetan. Mir fällt gerade ein, es gibt ja den Black Friday, ne? Ich finde, der verliert seine Kraft, indem er nicht am Freitag ist. Heute ist doch auch Black Friday, ne? Leider haben andere schon mit dem Black Friday am Anfang der Woche angefangen. Manche vielleicht sogar schon am Anfang des Monats. Keine Ahnung. Ich glaube, es wird Zeit, ihn anders zu nennen. Zumindest was es virtuell, das Virtuelle angeht. Warte mal, ist das ein Milzer? Ich hab noch keinen Milzer, oder? Ich hab einen Milzer, okay. Wann habe ich denn das gefangen? Kann mir eigentlich mal einer erklären, warum das Spiel so süchtig macht? Ich glaube, Pokémon ist der Inbegriff von es muss nur Spaß machen. Alles andere ist egal. Also hier merkt man, dass selbst wenn die Entwickler so ein bisschen technisch was verhauen, wenn der Spielspaß da ist, ist das teilweise schon irgendwie vergessen. Und das sollte eigentlich nicht so sein. Man sollte denen das nicht verzeihen, was sie hier abziehen eigentlich. Aber ja. Außer den drei Abstürzen ist ja nicht wirklich was Dramatisches passiert. Bugs gibt's hier nicht wirklich. Naja, außer vielleicht, dass man halt die Welt von unten sieht, wenn man Pokémon fängt oder so. Es ist halt grafisch einfach nicht hübsch. So. Das Problem bei mir ist auch, ich könnte es nicht boykottieren. Ich könnte nicht sagen, nö, das nächste Pokémon-Spiel kaufe ich nicht. Das könnte ich nicht. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Das ist genau wie bei Assassin's Creed. Ich habe Valhalla gehasst. Ich habe es trotzdem 200 Stunden und plus gespielt, ne? Also ich hätte es normalerweise eigentlich refunden sollen oder so, also zurückgeben.
So, du. Nein! Geh weg! Ich will nicht gegen dich! Niedliches kleines Wuffels kämpfen. Ob wir jemals ein Pokémon-Spiel bekommen werden, was die Optik von einem Zelda Breath of the Wild hat. Ich glaube, das würde mir mal reichen. Das wäre schon optimal geil. Ach, ich kann die Karte nicht aufmachen, während ich schwebe. Ich weiß doch nicht, wo ich hinfliege. Ah doch, ich lande. Gut, das nächste ist nämlich hier. Und da hier Teleporter sind, gehe ich nämlich erst mich hier hin porten, weil hier in der Nähe noch sind. Sind noch zwei. Ich glaube, eins davon habe ich, von den zweien, die hier sind. Da haben wir nämlich eins gefunden schon. Mit Guide leben ist sowas einfacher. Also jemand, der sagt, Guide, der braucht sich nicht zu wundern, dass er dann endlos sucht und Zeit verschwendet. Ich finde es verschwendet, wenn man nach Sachen sucht, nur damit man sie auch selbst gefunden hat. Aber wenn man weiß, dass es sie gibt, muss man sie ja nur... Der Vater eines meiner Klassenkameraden ist ein ganz berühmter Professor. Traumato. So, ich werde erstmal zwei Pokémon, also zwei der Legenden-Pokémon herausfordern. Ich weiß nicht, ob ich es fangen kann. Ich muss das Autosave ausstellen. Wenn ich das Pokémon besiege, ja, das ist ein bisschen nicht so gut, ne? Giraffa. Kann ich drin? Nein, kann ich nicht drin lassen. Das ist normal, Psycho. Oh, ich hätte nie gedacht, dass der Normaltyp mich. Aber egal, das ist Level 20. Mir ist nichts Besonderes. Wisst ihr, was Pokémon eigentlich gut täte? Wenn die eine Engine hätten, wenn die eine eigene Engine bauen würde. Worauf dann alle anderen Pokémon-Spiele basieren. Weil ich glaube, dann wird es auch keine Probleme mehr geben. Natürlich muss die Engine dann natürlich fertig sein und nicht halb fertig. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Weil so eine Engine ist ja wie so ein Baukasten, den man immer wieder nutzen kann. Deswegen gibt es ja auch die Unreal Engine. Viele Entwickler nutzen die ja, um ihre Spiele dann zu entwickeln.
Und da kommt dann schon mal was richtig Geiles dabei rum. So. Beim See ist einer. Eigentlich sind das total auffällige Orte. Oh, bis ich Gierspinst entwickeln kann, das dauert, ne? Gibt es eigentlich eine... Warte mal, vielleicht gibt es auch bei dieser Scarlet Violet Map noch... dieses Gimmick-Hool-Ding vielleicht. Heißt Gierspins Gimmick-Hool auf Englisch? Dann kann ich nämlich diese Locations auch abfahren. Ein Mobile haben wir schon, ne? Da fällt mir ein, die hatten schon mal so gute Pokémon 3D-Spiele. Davon Remakes wären doch auch mal klasse. Oder so eine neuere Version davon. Ich wollte mich doch eigentlich hier hinporten. Okay, so geht's auch. Nein, so geht's nicht. Ich muss erstmal einen Weg finden da hoch. Ich glaube, das erste, was ich mache, ist das Drachenvieh erledigen, bevor ich mich Team Star stelle. So, wie muss ich denn jetzt dem Wasserverlauf folgen? Okay, dem Wasserverlauf folgen. Okay, ist schon vorbei. Ich kann noch nicht hochschwimmen. Muss ich mal gucken, wie ich da hinkomme. Wehe, ich muss da fliegen. Ach, das ist diese Höhle. Mist. Ich fände noch einen Weg dahin. Und wenn ich mich... Ich bin mir ziemlich sicher, dass man noch fliegen kann. Wenn das so ist, sagt's nicht, ja. Ich würde das dann selbst sehen, wenn dann hinterher, wenn man kommt, nie ganz viel nicht. Lasst mir meine Hoffnung. Bestätigt mich nicht. Ich bin ja mal auf die Pokémon gespannt, die da sind. Es ist schon cool, dass es 4 legendäre Pokémon sind. Also es sind schon mehr legendäre Pokémon als Schwert und Schild. Naja, obwohl, ja, wenn man die DLCs mitzählt, passt das schon.
Ja, ich weiß immer noch nicht, wie ich da hinkomme. Ich sehe hier auch nirgendwo ein... Spiel macht es nicht einfach, weil es sind einfach Klippen hier. Warte mal, kann man von hier aus nicht dahin schweben? Man ist doch immer eine erhöhte Plattform. Da oben ist es ein bisschen erhöhter. Das sowieso. So. Aber Dark, mehr Zeit gibt man denen leider nicht. Das ist immer das Problem, wenn es so eine Chefetage gibt, so. Die dann sagt, macht bis dahin fertig. Glaub mir, du würdest nicht bei Game Freak arbeiten wollen. Wie komme ich da hin? Ich muss fliegen können, da komme ich doch nie im Leben. Oh nein, da ist schon wieder so ein Ferkel. Das ist schon die Weiterentwicklung am Vierer. Ja dann, let's go, komm her. Ich habe gerade so überlegt, wenn man die Terra-Typen richtig gut einsetzt, könnte man richtig starkes Pokémon ausmachen. Ja, das ist leider so. Es ist das Schlimme ist, die Entwickler können ja nicht wirklich was dafür, wenn das Spiel jetzt, das Endprodukt jetzt nicht so ganz so geil wird. Wenn die von oben Druck machen und dann hier, muss jetzt raus, egal, nicht fertig, egal, muss jetzt raus. Und dann kriegen sie noch Druck von den enttäuschten Fans, ne? Wenn sich zwei Amphira begegnen, kämpfen sie mit Pheromongas um die Männchen in ihrer Gruppe. Um die Männchen in ihren Gruppen. Interessant. Da ist es umgekehrt. So, Gegengift.
Aber wir kommen der Stelle schon mal näher. Manchmal muss man einfach einen spiralförmigen Weg nach oben suchen. Ich glaube, den anderen habe ich. Aber wir können gern nochmal nachsehen. Also brauche ich gar nicht nachsehen, dann weiß ich, dass ich den habe. Denn der... ist hier. Und wo ich auf dem Weg hier hoch war, sind wir hier mal lang und habe ich mich hier hingecheatet. Oder so. Ja, und dann haben wir natürlich, dann sind wir natürlich Pokémon begegnet mit Level 20, war nicht so geil. Deswegen würde ich mal sagen, gehen wir zu der anderen Stelle. Ich glaube, den habe ich. Wenn nicht, können wir dann noch gerne nochmal gucken. Aber ich weiß, das war einer. Das war der erste, den wir gefunden haben. Oh nein. Der nächste ist... oh, das sieht nicht gut aus. Hier. Ich glaube, ich muss wirklich fliegen können. Nee, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Hier. Dann teleportieren wir uns mal hier hin. Aber ich bin trotzdem mit dem Spiel zufrieden. Ich muss sagen, da finde ich Valhalla trotzdem schlimmer. Nicht grafisch, nein, sondern auch technisch. Man konnte ja kaum Schritte gehen, ohne einen Bug auszulösen. Game-breaking Bugs teilweise. Ich konnte einen Schlüssel nicht aufheben. Zum Glück gibt es tausend Wege, das Spiel zu spielen. Hier hatte ich wirklich bis jetzt keine Bugs in dem Sinne, ne? Es ist einfach nur optisch nicht allzu ansprechend. Und das ist mega. Ah, komme ich doch noch leicht hin. Ach, das ist dieses Schwein. Hey, ich stecke fest! Okay, ich habe nichts gesagt! Ich hätte meine Klappe halten müssen! Halt, stopp! Falscher Knopf. So.
Jetzt hatten wir einen Bug. Aber das lösen wir ganz einfach. Das Spiel macht das schon von selbst, denke ich mal. Ja, das Spiel macht es schon von selbst. Aber ich hoffe wirklich auch, dass sie fürs nächste Mal mehr Zeit geben. Fürs nächste Spiel. Ja, bis die nächste Generation kommt, dauert es doch eh noch. Erstmal kommen nämlich Remakes wahrscheinlich. Was ich auch immer so bei Diamant und Pearl hat man sich darüber aufgeregt, dass man zum Beispiel jetzt einen Raupi-Flammenwurf erlernen kann, ne? Und so, also dass man halt glitschen konnte. Das ist ja nicht so, dass man das nie gekonnt hatte in Pokémon, ne? Missing No. Unendlich Sonderbonbons. Geklonte Pokémon. Gescheatete Pokémon. Und das mit den gecheateten Pokémon ging in allen 3DS-Spielen. Also, ich hab in Home gecheatete Shinies. Dass ich allein gecheatete Shinies in Pokémon Home haben kann. Ja. Also, ich glaube, mein Glurak war nicht auf normalen Wege schwarz geworden. Und nein, ich habe ihn nicht noch angekokelt. Ja, aber wie gesagt, in Diamond Pearl, die sind auf die Barrikaden gegangen, als wäre das erste Mal. Das ist es ja. Pokémon war nie perfekt. Und jetzt fangen sie an, mit Heugabeln sich zu bewaffnen und nach Game Freak zu gehen. Jetzt erst. Ich habe einem meiner Pokémon ein mächtig starkes Item zu tragen gegeben, damit es zu mir passt. Denn ich bin ein mächtig starker Trainer. Reicht doch Reue schwer. Let's go. Das halt ja wirklich. Da, das kommt von welchen die Pokémon seit Generation 1 gespielt haben. Ja.
Es gibt ja auch immer noch die Fraktion, die sagt, Pokémon Gen 1 hat die bestdesignsten Pokémon. Und dann denke ich mir nur so, die regen sich über einen Schlüsselbund auf, aber da, in der ersten Generation gibt es einen Magneten und einen Pokéball. Und ich muss sagen, ein Vulpix ist auch nicht gerade so geil designt. Das ist zwar cool, aber den neuen schwänzigen Fuchs, den gibt es schon ewig. Und daraus einfach ein Pokémon zu machen, ist keine so geile... Ja, ich weiß nicht. Also es gibt hässliche Pokémon, ja. Aber die gibt es in allen Generationen. Und in Generation 1 hat mich wirklich kaum was angesprochen. Klar, Glumanda ist geil, Shiggy ist geil, Evoli ist geil, Pikachu ist geil. Aber hat jemals jemand mit einem Magneton gekämpft? Mit einem Elektroball? Ich hatte halt wirklich kaum Interesse an den meisten Pokémon. Und ich finde immer noch, Flamly ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Und ich finde auch das Design dieser Katze hier genial. Wow, so mächtig stark, dass weder ich noch mein Item es mit dir aufnehmen konnten. Welches Item? Was hast du dem gegeben? Zuckerwatte? Was gehört dir? Hä? Na, den habe ich schon fertig gemacht. Flamly? Also ich glaube, Flamly ist eins der beliebtesten Starter überhaupt. Danach kommt, glaube ich, Glumanda und Shiggy. Ich müsste mal gucken, was die Top... Warte mal. War ich schon mal da... Ich war schon mal da oben, ne? Warte mal, ist dieser Wachturm... Das ist der Wachturm, den ich hier sehe. Ah. Du hast 4 Logok fertig gezüchtet. Hier ist er noch höher. Ich glaube, auf solchen Dingern gibt es oft eine Schatztruhe. Reicht es, die zu besiegen? Ich glaube ja. Giergespenst, jawohl. Taucht der immer mal wieder hier auf, oder? Ich brauch die Münzen. Oh, damals. Elektrofeld. Als du den Pfahl aus dem Boden ziehst, zerfällt er und löst sich in Luft auf. So.
Einstellung. Automatische Speicherung.